Angenommen, du drückst mit beiden Beinen 200 Kilo auf der Beinpresse. Wie viel, denkst du, schaffst du mit nur einem Bein? Sind es 100 Kilo? Was ist, wenn ich dir sage, dass du dich dabei heftig irrst? Willkommen zum Video über unilaterales Training und warum sie dir die besten Kraftzuwächse bringen könnte. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht intuitiv erscheint, haben Studien tatsächlich gezeigt, dass man unilateral nicht nur etwa 50% der Kraft aufbringt, sondern deutlich mehr. Ist dir das vielleicht auch schon bei deinem Training aufgefallen? Schreib es mir unten in die Kommentare. Dieses faszinierende Phänomen, bekannt als das bilaterale Kraftdefizit oder englisch Bilateral Limb Deficit, offenbart, dass unser Körper in bestimmten Bewegungen einseitig trainiert stärker reagieren können. Und wie kannst du dieses Phänomen für dein Training nutzen, um stärker und muskulöser zu werden? Du weißt jetzt, dass du unilateral tatsächlich mehr Gewicht stemmen kannst. Dieses Wissen eröffnet dir ganz neue Dimensionen für dein Training. Durch den gezielten Einsatz unilateraler Übungen, die dieses Phänomen nutzen, ergeben sich beeindruckende Möglichkeiten, deine Kraft zu steigern und um Muskulatur gezielt aufzubauen. Die Anwendung des bilateralen Kraftdefizits, kurz BLD, in deinem Trainingsplan gestaltet sich unkompliziert. Beginnen wir mit dem praktischen Beispiel der Beinstrecker. Zuallererst starte mit einem Gewicht, das etwa 50% dessen entspricht, was du bilateral, also mit beiden Beinen, bewältigen kannst. Und du wirst überrascht sein, wie viel einfacher die Wiederholungen ausfallen, verglichen mit den bilateralen Übungen. Das genaue Ausmaß, wie viel mehr als 50% du unilateral Kraft aufbauen kannst, ist individuell. Um deine Fortschritte zu messen, empfehle ich dir, das Gewicht von Training zu Training schrittweise zu steigern, bis du deine gewünschte Anzahl an Wiederholungen kurz vor dem Erreichen der muskulären Erschöpfung, also Reps in Reserve, ausführen kannst. Beispielsweise, wenn du bilateral 3x12 Wiederholungen mit 82 Kilo und einem RER von 3 geschafft hast, könntest du unilateral mit 41 Kilo beginnen und eine RER von 5 anstreben. Mit der Zeit wirst du feststellen, dass du eine Leistung verbessern kannst. Vielleicht erreichst du sogar 60 Kilo oder mehr. Das Ziel ist, diese Grenzen selbst zu entdecken und zu erweitern. Denke daran, deine Fortschritte genau zu dokumentieren. Forschungen und persönliche Erfahrungen vieler Athleten zeigen, dass das unilaterale Training nicht nur die Kraft steigert, sondern auch die Balance und funktionelle Beweglichkeit verbessert. Studien unterstreichen, wie das BLD genutzt werden kann, um Trainingsergebnisse zu optimieren, indem wir spezifische Übungen einsetzen, die auf die unilaterale Stärke abzielen. Können wir Schwachstellen überwinden und ein ausgewogene Kraftniveau erreichen. Das Einbeziehen dieser Erkenntnisse in dein Training kann dir helfen, Plateaus zu durchbrechen und deine Ziele schneller zu erreichen. Und genau um Plateaus, also wenn du mal nicht weiterkommst im Training, geht's im nächsten Video hier. Viel Spaß!